Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Baufolge hier bei Bete 2. Ich hoffe, ihr habt Lust drauf. Wir haben einiges zu tun und ich würde das Ganze kurz mal mit euch durchgehen und euch zeigen, was ich heute vorhabe. Ja, wir haben ja das letzte Mal nach dem Stream ein bisschen weitergebaut und haben hier vorne diese Ecke fertig gebaut. Also hier die Teichecke, die ist nochmal um einiges schöner geworden. Oh, und wir haben die, also ich würde sagen, perfekt eigentlich ausgestaltet. Also mehr geht dann doch nicht. Das war echt eine coole Sache gewesen. Ansonsten haben wir den Schweinestall ausgetauscht. Ich weiß aber nicht, ob ich das heute hinbekomme, weil ich glaube, dass unser Geld nicht reicht. Der Vorteil ist, hier vorne ist dann noch ein Tor entstanden und so weiter. Naja, werdet ihr dann sehen. So, dann haben wir noch einen Düngeproduktion gebaut aus Gärresten. Das wird auch nochmal spannend. Ja, und noch ein paar kleine Details mit rein. Ich würde einfach mal anfangen und reinstarten, meine Lieben. Lasst gerne ein Däumchen da, schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr, also was ihr vielleicht am Hof noch machen würdet. Guckt mal, wie gerade der Zaun ist, ne? Ich bin auf dem Multiplayer-Server. Wie schön das synchronisiert, wenn nicht alle da sind. Das ist der Wahnsinn, oder? Das ist Wahnsinn, ey. Sieht akkurat aus jetzt. Na gut. Genau, schreibt mir gerne in die Kommentare, lasst gerne ein Däumchen da und ich würde sagen, nicht lang sagen, Tino fragen. Wir gehen rein, ich hoffe, ihr hattet einen schönen Start in die Woche. Ab geht der Peter! Your face, it is written across your face. If you wanna talk, I'm right here, not gonna leave your side. Just feel free to open up when the moment's right. Across your face, it is written across your face. If you wanna go out, we can go out. You can hide away just for one night. But if you wanna cry, just let it out. I'm by your side. Take your pain away, 'cause I hate seeing tears streaming down your face. I know you're strong, won't feel this way for long, no. If you wanna go out, we can go out. We can hide away just for one night. But if you wanna cry, just let it out. I'm by your side.
cards with your queen of hearts. When everyone folds, your fort still holds. You're placing your bet, showing no regret. Close your eyes to hide your lies, roll the dice. You got me tiptoeing around you like you made of glass. Got an invincible fence, letting everyone know not to trespass. But you're bound to break down, bound to lose. Bound to get knocked right out of your boots. When I use my witchcraft, talking rude. You're playing a game, driving me insane. Your heart is black, and it's a fact, no turning back. You got me tiptoeing around you like you made of glass. Got an invincible fence, letting everyone know not to trespass. But you're bound to break down, bound to lose. Bound to get knocked right out of your boots. When I use my witchcraft, fans letting everyone know not to trespass. But you're bound to break down, bound to lose. Bound to get knocked right out of your boots. When I use my witchcraft, when I use my witchcraft, I got my moves, I got my song. When I turn my mojo on, I'm feeling fine, I'm feeling strong. It won't take long when I use my
Say, come on, let's get away. Skip this town for a day. Get behind the wheel and drive. We don't care about the time. With you by my side, I don't need to hide. I feel alive. You bring me coffee in the morning. Post it with a love note. We both like to take it on a Sunday night. You know just when to kiss me. You know I don't like whiskey. This is why we work. Why it's you and I. Down the line, people will forget the reason why they walk down the aisle. They lose their love to everyday life. That's not you and I. So, meine Lieben, was soll ich sagen? Das war's. Wir sind auf Null. Oh, nö. Oh. Wir haben einfach alles ausgegeben, was wir haben. Oh, alter Verwalter, haben wir wieder viel Geld versenkt. Gut, 55.000 für das Silo hier, aber dafür können wir jetzt richtig mit Gärresten loshasseln. Ich denke, das wird eine ganz gute Sache. Da können wir die ganzen Gärreste von der Biogasanlage verarbeiten. Ansonsten, ich habe jetzt hier erstmal noch eine Schranke gesetzt. Ich denke, die passt ganz gut hier rein und fliegt sich ganz gut ein. Ansonsten habe ich hier hinten noch ein so eine kleine Hecke hingemacht. Ich denke, die passt auch ganz gut. Hier haben wir eben die Düngerproduktion aus Gärresten. Die Hecke geht hier rum. Wir haben jetzt hier vorne, glaube ich, diesen Teichbereich fertig ausgestaltet. Also ich glaube, der ist echt schön geworden. Ich habe hier noch so eine Steinbrücke gesetzt. Ich finde die eigentlich ganz cool, also finde ich eigentlich ganz chillig und ja, hier noch ein paar Hecken gesetzt, ein paar Steine mit hingemacht, ein paar Lampen als Wegleuchten. Das Coole ist halt, hier kann man jetzt entweder über diese Brücke zu dieser kleinen Insel, also da kommt man auch hin, oder man kann eben hier auch über die Steine ins Wasser gehen. Ich finde, das sind einfach so super smarte Details.
Ansonsten hier alles noch mit Kies gemacht. Genau, Sand gibt es ja leider nicht. Und dann kann man hier hinten zu dieser kleinen Chill-Ecke, wo man ein bisschen rutschen kann, wo man ein bisschen sitzen kann, ein bisschen eine Wurst grillen kann, was auch immer. Man muss ja auch bedenken, wir sind hier im Dorf, also die Straßen sind ja nicht so viel befahren. Aber ich finde, das ist eine sehr schöne Ecke hinten geworden mit dem Naturteich. Haben wir gut angelegt. Ansonsten, den Baum hier wollte ich eigentlich nochmal wegradieren. Da wollte ich noch vielleicht eine Weide hinmachen oder so. Gut, was ich überlegt hatte, habt ihr gesehen, den Schweinestall abzureißen und den anderen Schweinestall hinzubauen, wäre finanziell aber leider nicht ausgegangen. Deswegen habe ich ja noch an ein paar Details gearbeitet, wie zum Beispiel hier so eine Abflussrinne. Ne? Einfach hier mal noch so eine Abflussrinne reingemacht, hier vorne an der Einfahrt. Ich denke, das ist ganz gut. Und habe hier den Botstein weitergesetzt. Der kostet Gott sei Dank nicht. So, das heißt, die Straße ist jetzt eigentlich auch perfekt. Und habe hier vorne diesen Abschluss noch sauber gemacht. Ich denke, das sieht ganz gut aus. Ja, hier auch mit der Abflussrinne. Hier mit so ein paar Gullideckel, ne, so Revisionsschächte oder was auch immer, wie man das nennen möchte. Noch mit eingebaut. Und habe hier hinten schon mal angefangen, hier unseren Zaun zu ziehen. Ne? Ich wollte ja hier als Abschluss so einen kleinen Maschendrahtzaun. Ich denke, das ist ganz gut gelungen. Der steht jetzt hier nochmal, da können wir hier hinten nochmal ein bisschen begrünen dahinter und dann sieht das aus, wie wenn es nie jemand angefasst hätte. Also das, denke ich, ist ganz schicki geworden. So, gut, viel mehr ist gar nicht geworden, aber trotzdem haben wir wieder ein paar Details aufgearbeitet. Wir haben eine neue Produktion gekriegt, was ich ganz gut finde und von daher finde ich, ist das ja gut gelaufen. Dankeschön fürs Zuschauen, Leute, lasst das Däumchen da, schreibt in die Kommentare. Ich bin erstmal raus, bis dahin, euer Manus. Ciao, ciao.